Frage: Erkennt Multi-Twitch das jetzt von alleine, dass wir unsere Streams angeschmissen haben? Wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Also bei mir ist an. Nur deiner noch nicht. Jetzt. Ein Traum. Ja. Bei mir hat's nur gezockt. Okay, ich muss definitiv wieder hier. Irgendwas hat sich wieder verstellt. Weil ich habe sehr, sehr viele ausgelassene Frames schon wieder. Oh. Vielleicht das Grafik-Update? Welches Grafik-Update? Von der Grafikkarte. Hat er die Einstellung durcheinander geworfen? Wäre so eine Vermutung. Ah, wie komme ich nochmal in die Einstellung rein? Rechtsklick auf den leeren Desktop. Ja. Und dann Nvidia Systemsteuerung. Darüber. So. So. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wo ich hinklicken muss. Sekunde, ich muss kurz suchen. Bild. Nee, das steht immer noch auf 50 FPS. Hm. Komisch. Weil OBS sagt mir definitiv was anderes mit 32% ausgelassene Frames. Okay, das ist echt krass. Hast ja, es ruckelt wie Sau. Vielleicht im Hintergrund irgendwas anderes noch offen? Nichts anderes als sonst. Hm. Ups. Die kann ich mal zumachen, das kann ich zumachen, das kann ich zumachen. Ansonsten eigentlich nicht wirklich. Ja, bei der Schattenqualität reicht bestimmt auch aus. Ausgeglichen. Eigentlich ja. So, wenn ich hier jetzt bewege, sieht es immer noch kein Deut besser aus im Stream. Ich bin sehr verwirrt. Aber die ausgelassenen Frames gehen runter. Hm. Aber der Stream ruckelt bei mir halt immer noch. Obwohl dein Stream bei mir auch ruckelt, also kann es auch einfach an meinem Browser liegen. Nee, ja. Oh. Jetzt gehen die ausgelassenen Frames wieder hoch. Oh, ich krieg's Kotzen hier. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Der Rest, der steht halt schon auf Qualität oder maximale Qualität. Ach so, Moment. Und der Nebel ist mir relativ egal. Hm. Stellen wir das mal auf Leistung. Ganzen Rest auf ausgeglichen. Ja, das sieht besser aus. Jetzt geht's wieder. Ah, Enshrouded macht mich fertig. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Siehst du vor? Ich habe keine Quest. Oh, was? Ja. Ich habe keine Lust vorzulesen. Ich lese nur Zettel vor. Oh, ich krieg 10 Erfahrungspunkte. Wow. Heißt, ich bin gleich Level up. Wow. Achso, das eine war nur, dass ich die Aufgabe abschließen konnte.
Okay, IBM's 1 fertig. Okay. We can do the good stuff now. Ja, komm mal mit. Ich weiß nicht, wie viel du davon hier schon gesehen hast. Was das? Du meinst den Untergrund? Hm? Ja, das wird langsam. Das wird dann der Eingang zur Gruft. Schön überall mit den Kackewänden. Ja. Aber voll geil. Richtig gut. Ja, nur das muss hier noch weiter nach unten gebaut werden. Mhm. Das wird jetzt erstmal nur der Bereich nach unten gebaut, damit ich dann hier die Decke und so weiter einziehen kann. Und dann gehe ich weiter in die Richtung rüber. Ja. Und dann werden da noch mehr Wände und so weiter gebaut. Voll cool. Aber dieser, der rote Marmor, der passt halt auch ultra gut da rein. Ja, das ist nur alles gewesen. Mehr haben wir nicht. Ja, dann würde ich sagen, wissen wir, was wir jetzt tun müssen, ne? Ja. Warte. Ich muss haben vorher... wir überhaupt Schlüssel für weitere Dungeons? Ja, habe ich. Wunderbar. Das wollte ich hören. Ich bin auch schon dabei, die Polsterung voranzutreiben. Sehr cool. Dann, ich glaube, daraus... Nee, Moment, die Rucksäcke, die haben wir schon gemacht, ne? Die größeren. Ja. Ja. Okay. So, ich muss jetzt nur noch einmal... gucken, ob die Pflanzen fertig sind. Mhm. Ja. So. Damit man wieder Flachs anbauen kann. Weil davon braucht... Ich räume derweil mal mein Inventar ein bisschen auf. Jo. Das ist sehr voll. Also nein, aber viel einzelnes Zeug drin. Kann ich das irgendwie anwenden? Was denn? Ich habe irgendwas von Dolch und Wein im Inventar, aber... Ach so, das ist eine Note, die kannst du in diese Kiste hier reinpacken. In eine von beiden. Das wird dann irgendwann später nochmal wegsortiert. Okay. Dann nehme ich die, wo noch Platz drin ist. Ja, da sind übrigens in der hinteren... einen ganzen Haufen Tränke, falls du... Oh ne. Ein Mana-Trank ist da drin, genau. Den nehme ich liebend gerne mit. Ja. So, das können... Ich lösche mal die ganzen Sachen, die ich definitiv nicht mehr brauche. Ja, aber bitte keine Zauberstäbe oder sonstiges löschen. Nee, ich habe nur die... Ach, die Zauber, okay. Die ja. Zauber gelöscht, weil Feuerball und Eis habe ich ja schon dauerhaft quasi. Mhm. So. Also wir könnten jetzt nach hier oben. Hier oben bedeutet... da... Halle der Erloschenen? Ja, wenn du Bock drauf hast. Na klar. Doofe Frage. Ich hoffe, Jackie vergisst nicht, Essen zu machen, weil die hat so viel Spaß an der Arbeit, dass sie jetzt freiwillig das Berichtsheft für nächsten Monat, die muss immer so einen Monatsbericht, also einen Fließtext schreiben. Mhm.
Und die hat jetzt schon mit dem Monatsbericht für den nächsten Monat, also für September, angefangen, weil sie den für August schon fertig hat. Was läuft falsch mit ihr? Die hat voll Spaß an der Arbeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das geht ja aber gar nicht. Das ist voll schön zu sehen. Die freut sich schon jeden Sonntag, wenn die Arbeit wieder losgeht. Also es ist cool, aber... Bisschen unvorstellbar teilweise, ne? Ja. Okay, ich habe auch Spaß an der Arbeit, nur nicht aktuell. Aua. Ich habe keine Lebenstränke. Jetzt schon. Dankeschön. Oh boy. Ach doch, ich hatte noch vier kleine. Oh, Ektoplasmasuppe. Nom nom nom. Hm. Immer wenn so ein Sarg aufgemacht wird, habe ich irgendwie ein bisschen Angst, dass... da was rauskommt? Ja. Joa. Ich sehe gerade, das Spiel ist wirklich laut. Und auf meinen Ohren halt gar nicht. Hast du vielleicht deinen Headset-Button von deinem Go XLR runtergedreht? Nee. Also, ich hab grad... Nee. Moment. Machen wir das mal wieder auf 50%, weil das ist wirklich, wirklich laut. Ich weiß aber nicht wieso. Das war letztes Mal doch nicht so laut. Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hast du das wegen einem anderen Spiel laut gedreht. Nee, ich habe ja gerade nur die Einstellung vom Spiel selber, weil ich höre das Spiel kaum. Aber im Stream ist es halt ultra laut. Ich weiß auch wieso. Weil der Regler nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Wenn ich das an meinem Mischpult einstelle, hat es keinen Einfluss auf OBS. Okay. Und mein Schieberegler war halt nicht ganz oben, aber OBS hat es so angenommen, als wäre er ganz oben. Ah. Loot. Hier, solche Fenster will ich in die Halle einbauen. Oh ja, haben wir die schon freigeschaltet? Nee, ich glaube, die schalten wir jetzt frei. Oh, das wäre mega geil. Aber dafür müssen wir ordentlich Ektoplasma farmen. Und zwar von denen hier zum Beispiel. Wir gehen Treppen hoch. Oh ja. Das ist ja nett, aber hier ist nichts. Ja. Hier ist auch ganz sicher nicht irgendwas, wo ich einen Haken dran machen kann, oder? Nee, sieht nicht so aus. Oh. Das. Nein. Hier wird. Was? Nicht. Okay. Ich hol mal alles. Oh, dieser Feuerball ist einfach so OP, ne? Jo. Ist das hier eigentlich was anderes? Ach ja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Will ich die hören? Ich weiß nicht. Oh Gott, Hilfe. Nächste Woche kann ich erst ab Samstag wieder streamen. Mhm. Genau. Ja. Ich bin von Dienstag bis Freitagabend, späten Abend irgendwann in Frankfurt.
Was machen Sie da? Ich habe eine Ausbildungsveranstaltung. Oh, cool. Jo. Wir gehen Lasertag spielen. Oh, wie geil. Mit... Oh, ich habe noch eine Mitgliedskarte. Okay. Ich bin damals mit meinem Ex-Freund, wenn ich bei dem war, sind wir bestimmt jeden Tag Lasertag spielen gegangen. Oh, oh Gott. So viel, dass wir hinterher umsonst spielen durften. Oh Gott. Ja. Das ist ein bisschen was. Ich habe dich voll unterbrochen, tut mir leid. Alles gut. Auf jeden Fall sind wir da mit 30 oder 35 Azubis unterwegs. Krass. Ja. Und dann Dienstag Anreise, weil von uns aus ist der Weg nach Frankfurt so lange, dass wir sonst stundenlang unterwegs sind oder viel zu früh aufstehen müssen, nur damit wir um 12 Uhr in Frankfurt sind. Mhm. Und jetzt reisen wir einen Tag vorher an und können dann halt bis um 12 oder bis um 11 auspennen und um 12 Uhr ist Treffen im Hotelfoyer. Hm. Also total entspannt. Oh nein! Hilfe! Ruhe! Nein, ich komm nicht hin! Da ist eine Truhe oben drauf und ich komm nicht hin. Nein, hallo! Was? Nein, nein! Geh doch nicht, du dummes Kind! Oh oh. Oh. Mit Juwelen besetzte goldene Urne. Nice. Ah, nein, Hilfe! Wir alle sind tote Nüsschen. Ich bin ein totes Nüsschen, yay! To be honest, only me! Joa, ich guck mich hier mal weiter um, ne? Ja, ja, mach du mal, gar kein Thema. Du bist ja straight up einfach runtergesprungen. Das war vielleicht auch gar nicht absichtlich. Mhm. Das Ding ist, mein Zauber braucht immer so ein bisschen, um aufzuladen. Ah, ja. Und wo war noch eine Truhe? Ich bin mir nicht genau sicher, ob wir da jetzt noch drankommen. Die war nämlich ganz oben. Ach, ganz oben? Mhm. Ah, ich bin ja fast tot. Warum sagt denn keiner was? Hilfe! Du bist fast tot. Ich bin tot. Ein Hieb von denen und ich bin Matsche. Glaskanone lässt grüßen. Okay. Manchmal weiß ich nicht, ob ich einen Frosch oder einen Hund habe. Warum? Hat sie Fliegen gefuttert oder was? Nee, die liegt schon wieder so mit ihren Pfötchen so zur Seite nach hinten weg. Ah. Also das kleine Weiße da ist quasi ihre Pfote, die sie so nach hinten weggestreckt hat. Das ist cool. Aber das heißt, dass der Rücken gesund ist. Ja, ordentlich Gymnastik gemacht, würde ich sagen, ne? Gibst du mich auf? Ja, ich muss erstmal rausfinden, wo du bist. Und. Jo, da unten. Ja. Jo, ich guck mal. Ach ja, das lieb von dir, danke, danke. Hetz dich aber bloß nicht ab, ja? Nö, nö. Dann ist ja gut, dann ist ja gut. Nee, hier oben ist eine goldene Schatztruhe, an die will ich ran. Ja, ja, genau, das war die, die ich eben gesehen habe. Oh. Ektoplasma-Blöcke. Oh, nice. Oh, die mit dem leichten Blau lassen sich bestimmt richtig gut mit den Marmorblöcken verbinden. Oh ja. Oh, du hast ja auch die besten Gegner gesucht, ne? Was meinst du? Wieso gehen die... Warum? Ich wollte gerade fragen, warum gehen die direkt auf dich? Ich bin
me your toes. Ah. Weakest Link. Oh, wow. Sagt mir, dass ich schwach bin, ohne mir zu sagen, dass ich schwach bin. Ja. Die sind scheiße, die Gegner. Die machen Aua. Ja, die sind definitiv scheiße. Besonders da die, da wir noch unsere Rüstung noch nicht ordentlich ist. Mhm. Haben wir Aua. Das Ding ist. Ach nee, es fehlen noch 3 Steinchen. Mhm. Ich hatte bis jetzt nur einen geholt. Das war, als ich hier runter geflogen bin. Mhm. Oh, Nummer 2. Oh, was machst du da wieder? Nicht. Jetzt bleib doch stehen, du dummes Kind. Hallo. Hat mich nicht getroffen. Mm-mm. Willst du hier auf dem Boden runterbatschen? Was? Ja, hier. Was? Wo? Was? Komm mal hier hoch. Du könntest jetzt fliegen und versuchen, die Teile zu erwischen. Oh boy. Nee, mach du das mal. Und ich wollte hier hinten nur noch kurz schauen, ob hier vielleicht noch was ist. Also eine hier Truhe. Ist auf jeden Fall was. Oh, oh. Ah, rotes Marmorfragment. Hat sich schon gelohnt, nach hier hinten zu gehen. Oh ja. Oh, ich hatte übrigens gesehen, ihr hattet den Supermarkt-Simulator zusammengespielt? Nee, Supermarkt Together, das ist kostenlos. Ah, okay. Es war sehr lustig, weil im Supermarkt-Simulator kannst du keine Menschen mit Besen verprügeln, aber im Supermarkt Together schon. Oh, wow. Ja, da klauen nämlich Menschen. Mhm. Und da musst du mit dem Besen hinter denen herlaufen und die Ware aus denen rausprügeln. Nachvollziehbar. Und wir haben uns immer gegenseitig mit den Besen dann umgenietet und irgendwann sind alle nur noch auf Spaddy gegangen. Das war sehr lustig. Das habe ich schon ein bisschen gefeiert. Der Ärmste. Nicht nur muss er mit dir zusammen streamen, sondern wird auch noch dafür verprügelt. Was soll das denn jetzt heißen? Frech. Oh, da oben ist eine goldene Truhe. Wie kommen wir denn da hin? Anscheinend gar nicht. Hm. Wo geht's denn weiter? Durch die große Tür. Ah, da. Ja, die war bei... Oh, oh Gott. Ich war auf der falschen Seite und habe mich gewundert, wo die ist. Oh, oh. Hilfe! Ich habe Besuch mitgebracht.
Hat dich Stups gemacht. Noch ein Stups und ich bin tot. Nice. Hier ist irgendwie übrigens läuft was. Was? Ja. Nee, sag. Achso, ich wollte nur sagen, hier ist eine Reparaturstation. Achso, ja. Irgendwie läuft das ja immer gleich ab, ne? Ich renn vor, als Magier, pull alles, zieh alles zu dir, ich sterbe dabei und du tötest dann den Rest. Ja. Man könnte ein Muster erkennen. Ich glaube, hier hinten habe ich gerade eben alles weggepult. Sollen wir uns da durchgraben? Oh, bitte nicht. Das sieht so aus, als könnte da was sein. Oh, ja, hast recht. Ja, siehst du mal, guck. Oh. Dankeschön. Ich sehe nichts. Hilfe. Hilfe. Ich hab mich verirrt. Nee, da muss ich lang. So, jetzt muss ich erstmal das Geschenk beäugen. Oh, oh, oh. What the fuck? Ist ein bisschen weit, sagst du? Also, meine Waffe ist jetzt bei 21 Kraft auf Stufe 22. Und ja. Der ist bei Stufe 20. Welche ich noch 5 Stufen upgraden kann, bei 20 Kraft. Oh, nice. Ja. Max, magst du mir übrigens mal diesen türkisfarbenen Kristall rüberschicken? Meinst du den da? Den mit dem Hintergrundbild. Also Hintergrundtürkis. Ja, genau. Weil dann würde ich, wenn wir wieder drüben sind, dankeschön, drüben sind die Dingsens bauen. Das sind diese erloschenen Artefakte, die wir sammeln sollen. Ach so. Aber die Quest wird halt nur weitergemacht, wenn man die aufbaut. Da sind Spinnen. Tja, dann weißt du, was du jetzt tun kannst. Ja, das Haus niederbrennen und alles ausrotten. Ups. Oh Gott. Das hat sich gut angehört. Ich bleib dann so lange hier oben, ja? Ja. Man hat gerade eben einfach nur so Bob gehört. Du könntest hier alles looten. Weil die bringen Fäden. Also die Spinnen. Ja, wehe, mich greift hier was an. Ich schreie. Lauthals. Jo. Du hast... Doch, ist auch... Nicht? Ja, wollte ich sagen. Der anderen Seite ist auch sowas. Hallo? Ja? Klopf, klopf. Hallo, sir. Langweilig. Ich hasse Spinnen. Finde ich ganz grausam. Ich mag sie nur nicht, wenn sie nachts um 2 Uhr bei einem Horror-Game hinterm Bildschirm hervorkrabbeln. Was zur Hölle? Ja. Ich hab The Evil Within gespielt. Ja, toll. Und, der Bildschirm hat so ganz leicht den Hintergrund von der Wand beleuchtet. Kennst du ja bestimmt. Einfach die Bildschirmbeleuchtung, ne, so dass die Wand ein wenig beleuchtet ist. Und da kommt da hinter dem Bildschirm eine Spinne angekrabbelt. Was kann man denn? Och nee.
Ah, von der Größe von der Bierdose. Also die runde Fläche unten. Hm? Und du bist halt so voll fokussiert auf den Bildschirm in diesem Horrorspiel, wo du dich gerade anschleichen musst an einen Gegner oder an einen Gegner vorbei. Oh, ich hab mich so verjagt. Ich glaube, ich hätte alles zusammengeschrien. Nachvollziehbare Reaktion. Boah, ich habe auch richtig Angst vor diesem Horrorstream, okay, ne? Ich habe wirklich, wirklich Schiss davor. Was wollt ihr denn spielen? Oder geht es immer noch um Phasmo? Es geht immer noch um Phasmo VR. Ich habe wirklich Angst davor. Tja, hätte man ein Datum ranhängen sollen. Hm. Das sieht aus, als würde es hier weitergehen. Wollen wir erstmal den anderen Weg gehen? Ja, da sah es nämlich auch so aus, als ob es da weitergehen würde. Hm. Es sieht überall so aus, als ob es da weitergeht. Oh! Das ist mega. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist schlecht. Hm. Er lootet erstmal wieder den ganzen Laden weg hier. Ja. Dafür hätte ich auch was für dich. Oh, nice. Dankeschön. Bitteschön. Dann jetzt geradeaus weiter, ne? Hm. Nee. Links, geradeaus waren wir eben. Nee, dafür sind wir aber nicht runter. Hä? Das war der Gang, wo wir durchgelaufen sind, oder war dahinter noch was? Da war noch mehr. Deswegen bin ich umgedreht, weil ich dachte, hier geht's weiter. Aber hier sieht's aktuell aus wie eine Grabkammer. Hm. Und so, ja. Ja. Lauf du mal weiter, ich bin mal ganz kurz 5 Minuten AFK. Was? Ich stelle mich auch in Sicherheit. Ja, ja. Versprochen. Bis gleich. So. Nice Grabkammer. Oh Gott, was ist denn das hier? Ups. Müssen wir hier hoch, nehme ich an. Hier lang. Oh, goldene Truhe. Nice. Greifenhelm. Fatten Scheiß. Oh. Oh, oh. Na, okay, das hat geklappt, aber ich will jetzt mal den Haken hier ausprobieren. Oder war der da? Da. Kann man hier noch irgendwo hoch? So. Können wir uns hier... Oh Gott.
aus der Map raus. Hehehe. Oh. I think we should not be here. Hier irgendwas? Nee. Ich glaube, noch weiter hoch geht's nicht, oder? Nee, das ist alles concurved in. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte hier out of bound gehen oder so. Das sieht doch cool aus. Oh, wir bekommen Heilung. Nice. Das wäre geil, wenn wir die Teile dazu bekommen könnten, dass wir die ja aufhängen. Können wir mal gucken, was wir neu bauen können. Beim Sammler können wir den Ödlern-Knochenschlüssel. Bessere Ektoplasmasuppe. Den Stuhl kennen wir ja schon. Okay, Werkbank. Hier können wir jetzt die Ektoplasma-Blöcke bauen. Und sonst... Plasmapresse. Okay. Oh, zwei neue. Eigentlich müssen wir dit, dit, dit und dann dit. Und jetzt. Machen wir doch das einfach mal. Oh ne. Jetzt habe ich auch noch ein Geschick freigeschaltet, verdammt. Okay. Hier noch irgendwas, was
So, ich muss weitermachen. Ich lieb dich. Oh, ich bin wieder da. Hi, ich habe mich gar nicht gemutet. Cool. Nee, hast du nicht. Perfekt. Wunderbar. Ja. Ich dachte, ich hätte das Knöpfchen gedrückt. Nee. Cool. Bist du schon den großen Weg runter? Nein, ich warte hier auf dich, weil hier ein Buch ist. Okay, I'm on my way. Jo. Warte mal, renne ich in die richtige Richtung oder in die falsche? In die falsche jetzt. Oder? Nee, richtig. Moment. In die richtige. Ja, genau. Richtung Grünböbel. Oh, ich sehe dich. Du bist unter mir. Mhm. Hast du eine Quest dazu bekommen? Oder eine neue Geschichte? Super. Das passt sogar perfekt. Lasst uns umdekorieren. Diese Hallen sehen so eintönig aus. Wer hat gesagt, dass ewiges Leid so fad sein muss? Wir können sie doch ganz einfach etwas aufpeppen, oder? Ich habe eine Idee. Ein Thron aus Knochen. Stell dir das mal vor. Furchteinflößend, inspirierend, gotisch. Ja, da Idee ein wenig platt. Was? Ja, da Idee ist ein wenig platt. Aber warum sollte man sich mit Subtilität schmücken, wenn man sich stattdessen auf den Überresten seiner Rivalen regeln könnte? Ah, ich bin genial. Ich habe meine Berufung als Innenarchitektin verfehlt. Ich wünschte, ich wäre nicht untot. Wow. So, wir können zurück. Au. Ich wollte gerade fragen, bist du gerade voll auf den Boden geklatscht? Nein. Gar nicht. Man hat nur so au gehört. Ja. Oh, ich hab echt Hunger. Und was soll es geben? Schinkennudelauflauf. Oh, geil. Ja, ziemlich. Was ist hier oben? Wahrscheinlich wieder nichts. Ja. Hi. Hi. Das war ein Fehler. Oh, das ging ja sogar noch. Das wäre eine ewige eine ewige Plasmafarm gewesen. True. Kann man Dungeons eigentlich neu starten, wenn man sie einmal durchlaufen hat? Ja, soweit ich weiß schon. Ach, cool. Man behält, glaube ich, sogar seine, den Schlüssel behält man so. Hm. Sonst wäre das ja mit dem roten Marmor echt nervig. Mhm. Hast du deine Rüstung repariert? Ich muss nichts reparieren. Okay. Ich wollte nur einmal Safety First fragen. Nee, bei mir geht tatsächlich nichts kaputt. Nur andauernd deine Lebensleiste. Ja, die muss kaputt sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Könnte auch vielleicht dran liegen, dass wir hier irgendwie mit Level 13 Sachen rüstungstechnisch unterwegs sind. Was? Oder? Oh ne, 18, hast recht. Wir sind doch ein wenig besser. Ah. So.
kam der auf einmal auf mich zugesprungen. Hat er die ganze Zeit nicht gemacht. Dann auf einmal, zack. Ja, der hat die Gefahr gespürt, die du ausstrahlst. Test. Hört ihr mich noch? Warum ja. funktioniert das nicht? Okay, ich weiß, warum der sich gerade nicht gemutet hat, weil es nicht funktioniert. Sekunde. Okay. Tüdelü. Okay, das ist mysteriös, dass die Knöpfe auf meinem Mischpult nicht funktionieren. Oh, warte. Nö. Tut es nicht. Ist vielleicht ein falsches Profil geladen? Nee, eigentlich nicht. Aber mein Mischpult tut doch das vielleicht. Mein Mischpult tut halt auch Dinge, die es nicht tun soll, also. Okay. Hilfe. Und warum ist das Spiel jetzt wieder so leise? Hä? Hast du deinen Mischpult neu gestartet? Nee, eigentlich nicht. Oh. Da hinten ist ein Boss. Ja, den habe ich schon gesehen. Ich mache hier gerade so ein bisschen Jump and Run. Hast du eine Truhe entdeckt? Ja, eine hatte ich schon entdeckt. Ah, okay. Aber ich würde dir raten, mir nicht zu folgen. Keine Sorge, hatte ich absolut auf gar keinen Fall vor. Okay, weil viele Sachen habe ich nur gerettet, weil ich einen Doppelsprung machen konnte. Ah. Wie kommt man denn da hoch? Oh Gott. Oben in diesen komischen Türmen. Sind so Runen drin, ne? Hm. Hm. Das rote ist übrigens Lava und macht Schaden. Mhm. Nur so, falls du das noch nicht gehört hast. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich bin gleich sowas von mausetot. Wo bist du denn? Ach, da nicht. Nur unterwegs. Ah, da. Ich habe hier ein Hochfahrding gefunden. Mhm, cool. Vielleicht bin ich Monster. Jetzt das Dungeon. Oh. Oh. Oh, cool. Bist du tot? Nein. Sarkasmus? Nein. Okay. Ich lebe noch. Gerade so? Nein, ich habe wieder volles Leben. Ah. Mhm. Also die Teleporter sind jetzt hier so ein Puzzlespiel. Oh ja. Cool. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwas knacken gehört. Okay. Ich kann ja mal versuchen, Moppelchen zu töten. Ja. Nee. Sehe ich aus, als wäre ich lebensmüde. Ja. Stimmt, hast recht. Ich hab eine Rune gefunden.
Nice. Ich weiß zwar nicht, wo unser Endziel ist, aber... Das kann ich schätze mal auf der anderen Seite des Raumes, wenn ich, wenn ich raten müsste. Ja? Sind auch nur ein paar Gegner da, also... Weiß nicht, irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass es dort weitergeht. Okay. Okay. Das Riesenmoppelchen. Oh Gott. Sag mal, riecht der mich aus 3G? Ich dachte schon. Bestimmt. So, wie macht man das denn jetzt hier? Wenn ich einfach mal nicht zu dumm wäre zu treffen, hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht so große Probleme. Oh, Riesenmoppelchen ist gerade ziemlich nah. Ich glaube, ich gehe mal so 2, 3, 5 Schritte zurück. Ich wollte gerade sagen, du könntest da auch einfach in den Teleporter reingehen. Ich habe eine Droge gefunden. Ach verdammt, ich bin dran vorbeigeflogen. Wenn ich die Viecher treffe, brauche ich auch nur 2 Hits. Nur am Treffen scheitert das. Hi, hi. Ja, ich sammle mal die Runen, ne? Ja, ja. Ich sehe diesen Moppelchen nicht mehr. Der ist, glaube ich, irgendwo mittig rumgelaufen. Ja, ja. Wie gesagt, ich sehe ihn nicht mehr. Oh. Jetzt ohne Scheiß, der ist weg. Ja, vielleicht ist er in die Lava gelaufen und gestorben. Ja, nein, ich glaube nicht. Hm. Oh, hier sind Freunde von dir. Oh nee, Spinnen. Hm? Hallo, Brainbuddha. Hallo. Was geht ab, ihr von der Regierung bezahlten Spionagetauben? Bitte was? Und unser Geheimnis ist aufgeflogen. Gorr. Eigentlich müssen wir ihn ja jetzt auslöschen, weil er unser Geheimnis kennt. Nicht, dass er das weiter. nicht, dass er es weitererzählt. Die sterben da wirklich gerade alle in der Lava. Nein, ich schieß Feuerbälle auf die drauf. Ach so. Und was geht bei dir so? Wie schwitzt es sich... An einem so zockigen Tag. Oh, es schwitzt sich ausgezeichnet. Ja. Frag mal das Arschwasser.
Die Schwacke. Mhm. Ja, ja, ich weiß schon, was du meintest. Sind wir von hier gekommen? Ja, wahrscheinlich. Ja, sind wir. Ja, sind wir. Verdammt. Aber Riesenmoppelchen ist halt nicht mehr da, ne? Der hat einfach Suizid begangen, fertig aus. Ja, ich glaube es auch. Nee, Riesenmoppelchen ist noch da. Zurückgekehrt. Bubling. Bubchen. Mehr. Was? Ich wurde in die Höhe geschleudert. Gut. Ja. Oh. Ins Mikro beißen. Was? Ich bin stecken geblieben. Und helfen. Ich muss mal ganz kurz da. Könntest du. Ich muss nur eben Ausdauer regenerieren. Ach so. Ist die flauschig? Ja. Und fusselig vor allem. Ich meine, jetzt bei dem weißen Oberteil geht's, aber ich hatte eben ein schwarzes an. Das war nicht lange schwarz. Nicht bei einem weißbraunen Hund. Aber ja, sie ist schon sehr, sehr flauschig. Hahaha! Was kann ich denn hier sammeln? Ich konnte gerade auf Sammeln drücken. Vielleicht ganz normale Knochen. Ah, das könnte sein. Deine Katze ist auch brutal am Rumhahn. Könnte eine Kissenfabrik aufmachen. Ja, wobei. Gerade bei Hunde- und Katzenhaaren ist das doch so, dass die durch diesen Stoff durchpieksen und dir dann in der Nase kitzeln. Ja. Ach, das ist gut. Aber man könnte die Haare in einen Käfig sperren und dann für Vögel zum Nestbau anbieten. Nein, auch nicht gut. Nicht bei so langen Haaren. Das Problem ist, dass sich die langen Haare um die Hälse von den Küken wickeln und die dadurch erwürgt werden. Ja. Deswegen nicht so gut. Nicht mein Problem, irgendein Lurch kauft das bestimmt. Auf jeden Fall. Kissen aus besten Katzenhaaren. Oh, ich dachte gerade, du sagst Asbest. Was? Aus bestem Asbest. Ja, nein. Und natürlich gesammelt, ohne Tiere zu quälen. Weil natürlicher Verlust und so. Es fehlen immer noch 4 Runen. Ja. In den Türmen, die verbarrikadiert sind, sind auch noch Runen drin. Wieso kommst du denn jetzt von der hintersten Ecke zu mir angelaufen? Ist dir sein Arsch nicht süß genug, oder was? Was? Spannung, Spiel und Spaß halt. Das heißt Spiel, Spaß und Spannung, aber okay. Hä? Was? Nö. Ich hab die Rune gefunden. Ich auch. Aber ich komm nicht hoch. Tja. Doch, ich komm hoch. Dann fehlen uns jetzt noch 2. Nias. Kissen aus besten Katzenhaaren und nur heute extra Mandelkrokant aus tiereigener Produktion kaufen. Achso, kaufen sie jetzt. Nom. Nicht getroffen.
Uhaha. Jackie hat mir eben eine traurige Nachricht überbracht. Ihr habt nur noch veganen Schinken. Nein, schlimmer. Oh. Veganer Käse. Schlimmer. Ja. Gar kein Käse. Ich will jetzt nicht sagen, das wäre für mich ein Grund, nochmal loszufahren, aber... Nein, es gibt jetzt Schinkenauflauf ohne Käse. Also Nudelsuppe mit Schinken? Hm. Und die erste Lage ist ein wenig kross. Im Prinzip ist es dann wie ein Eintopf, aber... Naja, außer dass die erste Lage kross wird. Stimmt auch wieder. Also, uns fehlt noch eine Rune. Ja, bei mir oben war sie nicht. Kann ich dich auch nochmal looten? Du glitzerst so. Schaut nicht so aus. Hm. Hier ist sie nicht. Hi. Noch ein Abendessen. Mein Hund möchte mir, glaube ich, was sagen. Wie redest du von Jackie? Madrigal Bar, ein Topf. Dann lieber verhungern. Auflauf kann man darf, kann und darf man nur mit extra Käse gegessen werden. Ja. Mhm. Ich bin auch eigentlich eher ein Fan von, es gibt kein zu viel Käse, sondern nur zu wenig, aber ja, obwohl das wird schon, ich meine, der Käse bei dem Essen verschwindet sowieso bei uns immer komplett in der Soße, weil wir einfach so viel Soße machen, dass der Käse gar nicht überbacken kann. Der schmilzt einfach in der Soße. Dann macht ihr was falsch. Nein. Doch. Nein. Du musst die Soße so haben, dass sie cremig genug ist und dann ungefähr 2 Zentimeter dick den Käse obendrauf auf dem Auflauf. Ich glaube, dann bräuchte ich allein für eine kleine Auflaufform 2 Packungen Käse, also 500 Gramm Käse, damit das passt. Ja. Dann noch mehr Käse. I don't see the problem. Ich wollte gerade sagen, also auf eine kleine Auflaufform kommt 500 Gramm Käse. Ja, wir machen immer so 250 Gramm, egal wie groß die Auflaufform. Wow, das ist schon fast strafbar. Jackie mag das nicht so gerne mit dem Käse überbacken. Mm. Aber ich kriege dann immer ihren Käse, also ist es bei mir quasi wie Doppelkäse. Ja. Oh, ich habe die letzten gefunden. Gut. Und wo ist da der Käse dann? War ohne Scheiß, ne? Immer, wenn ich ein Dacia vor mir hab mit diesem neuen Logo, muss ich... Ich sitze im Auto, ich habe einen Arbeitskollegen neben mir sitzen gehabt und dann kam nur... Und der ist erstmal aus allen Wolken gefallen. Ich muss mal eben kurz gucken. Ich glaube, in meinem Chat kann ich das posten, damit Leute nachvollziehen können, was ich meine. Vielleicht muss ich das über Twitch selber machen. Ja. So, das ist halt der Anfang von dem Dacia-Logo, von dem neuen. Das ist, ich
Geht nicht anders. Muss ich mitmachen. Oh, verdammt, in die falsche... Ja. Hm. Hast du die letzte Rune gefunden? Ja, ja. Oh. Ich bin nur in die falsche Richtung geflogen. Passiert den Besten. Ja. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Leben. Was geht auch noch? Ich hatte mich bis jetzt nur in die ersten beiden Dungeons getraut. Alleine ist da doch schon viel Gewusel. Auf jeden Fall alleine werde ich halt einfach aufgeschmissen. Aufgeschmissen und mausetot. Oh ja. Ich wollte keine Zustimmung haben. Tja. Da gibt es keine Entscheidung. Keine. Wie heißt das? Da triffst du keine Entscheidung mit. Hm. Da hast du kein Mitbestimmungsrecht, so. Ich weiß schon, was du meintest. Judy. Ich pull mal wieder ein bisschen, ja? Ja, ich sortiere mal ein bisschen das Lager. Nee! Oh, mach das Vieh weg! I am on it. Thank you, Well. Der Feuerball war wohl zu langsam. Mhm. Ja, ich glaube, das war's hier. Ja. Dann laufen wir mal in dieses unbestimmte Boss-Areal. Mhm. Oder? Mhm. Das ist halt in Sahne. Viele Viecher in den Hallen, braucht da fast den halben Dungeon nur, um Viecher zu kiten. Ja, fühle ich sehr. Und ich bin nicht gut im Kiten. Was war Kiten nochmal? Die Viecher im Kreis ziehen quasi. Ah. Das, was Tanks machen, wenn... Auch die... Ha! Zu viel Schaden bekommen. Okay. Ah, Hilfe! Hilfe! Guck mal nach oben. Hä? Au, 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 oh no. So mag ich das irgendwie lieber. Dass sie einfach runterfallen? Nö, ich stehe irgendwo, wo die nicht hinkommen und dann baller ich einfach meine Feuerkohlen da drauf. Ja, kann ich nachvollziehen.
Was war das denn jetzt? Oh, ich weiß, was das war. Was denn? Nichts. Bist du abgestürzt? Nee, nee. Also ich kann im Übrigen aus Erfahrung sagen, dass es nicht so schlau ist, E gedrückt zu halten. Na, das kennen wir doch schon aus ganz alten Streams. Ja. Yeah. Kiten nennt man das, wenn man panisch vor der Meute wegrennt und gelegentlich etwas nach ihnen wirft, um Schaden zu machen. Ja, genau. Ah. Okay. Nö. Fühle ich mich gerade gar nicht nach, muss ich sagen. Ich habe übrigens noch einen Weg entdeckt. Das sind aber so 1, 2, 3 Viecher, die mich definitiv kaputt schlagen, selbst wenn ich volles Leben hätte. Also ich würde dann hier vielleicht auf dich warten wollen. Okay, ich nur zur Sicherheit, so meine ich. Ein bisschen erkunden gegangen. Oh, ich glaube, hier müssen wir lang. Also ich habe auf jeden Fall eine Menge Mana-Tränke, aber leider nicht einen Heiltrank. Höchst tragisch. Hier sind Blutflecken auf den Knochen. Hm. Es gibt doch auch... gibt es. Ich habe aber keinen. Das ist nur die Lichtexplosion und kein Heilzauber. Hast du rein zufällig Heilzauber? Nee. Tragisch. Komm hier hoch. Nee, ich will woanders lang. Komm hier lang. Ich komm da nicht mehr zurück. Warum denn nicht? Weil ich nicht mehr an die Haken drankomme. Oh mein Gott. Okay. Ich spiele jetzt Tarzan. Mach das. Ich gucke auf meinen eigenen Bildschirm und wundere mich, warum sich nichts bewegt. Also auf meinen Stream. Bis mir aufgefallen ist, dass es meine Fratze ist, die in die Kamera lächelt. Okay. Ich habe ein Dingstens für dich bekommen. Ein was? Ein Zauberstab? Ja. Cool. Ich finde, man könnte ja mal heilen, wenn man sitzt. Hast du auch keine Verbände mehr? Ich hab gar nichts. Kommt man denn da hoch? Meinst du mich? Ja. Ah, ich hab Weg gefunden. Ja, gut. Also normalerweise über die Haken, die da oben hängen. Ah, okay. Mhm. Dankeschön. So, jetzt solltest du genügend Heilung haben. Mhm. Frag mal den nächsten Gegner. Du machst das schon, du machst das super. Ich glaube an dich.
Kauf der Katze einen bekloppten Gigakratzbaum für 600 Ocken und guck die olle Wurst herum in dem verfickten Drecksscheißkarton, in den das Teil geliefert wurde. Ja, was erwartest du denn bitte von der Katze? Hallo? Die Kartons sind das Beste. Kauf einen Umzugskarton und das Vieh ist glücklich. Ja. Ist halt echt so. Ja. Wenn du ganz lustig bist, machst du noch so ein bisschen von dem, es gibt das, was man an den Kratzbaum macht, gibt's ja auch in, als Teppichart quasi. Das machst du dann an die Innenseite von einer Seite an den Karton dran. Du siehst deine Katze halt nie wieder. Kannst du mich einmal wiederbeleben? Aber selbstverständlich. Was haben sie getan? Ich hatte ich hatte keine Ausdauer mehr. Ups. Und ich bin geflogen. Mega Idee, das mache ich. Mach das, sag dann auf jeden Fall Bescheid, ob deine Katze es gefallen hat. Was meinem Hund zum Beispiel super gut gefällt, ich muss mal gucken, ob ich das... Ne, das sieht man von hier aus nicht. Wir haben auf der Seite, da hinten, einen Kaminschacht und an den Ecken haben wir für Katzen diese Kratzdinger dran gemacht. Und der Hund schuppelt sich immer da dran. Das findet die auch echt super gut. Und das war so eine Vorsichtsmaßnahme, weil die Kaninchen die Wand, die Tapete da so ein bisschen abgezogen haben. Und als wir unseren Hund neu bekommen hatten, wäre das halt, ja, das Erste gewesen, was drunter gelitten hätte. Habt ihr da schon sowas an die Wand gemacht? Habt ihr da schon was an die Wand gemacht? Seitdem spielt sie regelmäßig Venom. Weil halt schwarze Katze. Oh, mega gut. Voll geil. Oh Mann. Oh nö. Das war erst die erste Ebene. Nee, ich glaube nicht. Ach nee, das sieht wieder so aus wie hin und her teleport. Wir brauchen zwei. Ach, du bist auf die andere Seite rüber gesegelt. Mhm. Okay, ich glaube, das sollten wir zusammen machen. Oder was sagst du? Macht vielleicht Sinn. Okay, soll ich zu dir rüberkommen? Mhm. Kommt schön alle ins Gitter hier. Put, 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 put. Du weißt, dass die dauerhaft nachspawnen, bis du auf den Knopf da drückst. Nein, bis ich den Spawner da hinten töte, oder? Ja, aber du musst ja irgendwie zu dem hinkommen. Ja, ich weiß. Aber es gibt gut Erfahrungspunkte. Ja, und dann lasse ich dich da jetzt 3 Stunden stehen, oder was? Auf gar keinen Fall! Hast du den Knopf gedrückt? Vielleicht. Oh Mann. Ach so, ja, ich wollte auf dich warten, ne? Mhm. Hab ich vielleicht vergessen. Du bist doch schon da? Ja. Was zur Hölle passiert hier? Hilfe, 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 Hilfe! Ich bin sowas von mausetot, da kommen 15 Wellen auf... Heilige Scheiße. Knöpfe sind halt zum Drücken da, das sage ich meiner Freundin auch immer.
Ich respawn und dann komme ich wieder. Mach das. Ich glaube, das bringt jetzt nichts, wenn du versuchst, mich auf Kampf irgendwie aufzuheben. Was man aufheben kann. Achso, das ist mein Todesdingsbums. Ja. Ah, der hat eine Rune. Die schwebt über seinem Gesicht. Was mache ich damit? Durchlaufen, reinspringen. Funktioniert nicht. Kann sein, dass ich die schon aufgenommen habe. Kann ich das Vieh abbauen? Weiß ich nicht. Also ich mache Schaden an etwas, aber ich glaube nicht, dass ich das abbauen kann. Oh. Was denn? Was hast du getan? Wollten Sie nicht schon immer mal die Außenstruktur eines Dungeons erkunden? Auf gar keinen Fall. Warum denn nicht? Ach, ich weiß nicht. Was? 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 Das sieht so cool aus. Was? Irgendwas zieht mir meinen Schlüppi aus der Hose. Was? Ja, irgendwas zieht mir meinen Schlüppi aus der Hose. In echt oder in Game? Was? Nein, guck mal im Stream, falls du den aufhast. Oh ja. Dein Umhang hängt in den Knochen fest. Nein, das ist mein Schlüppi. Tja. Spiel, möchten Sie mir das bitte erklären? Sie bitte meinen Schlüppi loslassen. Ich wäre zu großem Dank verpflichtet. Nein, ist doch der Schlüppi. Ja. Hallo. Nicht mal jetzt, lass das Spiel meinen Schlüppi los. Aber es ist doch mein Schlüppi. Muss ich dazu noch viel mehr sagen? Nö, alles ganz entspannt. Ich drück Knöpfchen, ja? Ja, ich hatte ihn eigentlich schon gedrückt. Oh, nein! Hier gibt's nur bestes Gameplay! Lauf schneller, du dummes Kind! Lauf! Klasse, er ist schon getrocknet in der Position. Ja, das oder gefroren. Hm? Nicht. Die kriegen da gerade alle ziemlich viel Schaden. Jupp, voll gut. Oh, der Große auch, der hinter dir kommt. Komm doch mal hier rein, die Riesenmoppelchen. Und das, liebe Zuschauer, nennt man Kiten. Die panischen Geräusche sind dabei stets auszuführen. Die sind das Wichtigste daran, weil sonst funktioniert das Kiten nämlich nicht richtig. Dann macht man was falsch. Ah, okay. Oh oh. Komm doch mal zu mir! Thank you.
Und jetzt immer wieder durch die Stacheln laufen. Nice. Mit dem Eisbolzen kann man die Gegner auch gut verlangsamen. Die sind dann nicht mehr so ganz so schnell. Ja, das ist voll gut. Ups. So. Wo müssen wir hin? Hallo? Wieder zu dem großen Ding zurück. Also noch einmal den Teleporter hoch quasi. Okay. Dankeschön. Bin ich gestorben? Sicher? Ja. Yep. Ich muss mal kurz Essen probieren. Okay. Ich mute mich mal jetzt nur in meinem Stream, weil alles andere geht halt gerade nicht. Jo. Lecker. Ja. Danke. So, jetzt wieder mit Ton. Ja, guten Hunger dir, ne? Ja, danke, danke. War das das Ende? Ja. Cool. Quest abgeschlossen. Finde die Hallen der Erloschenen in den Nomadenanhöhen. Huhu! Ich hab dir einen Zauberstab gegeben. Danke, Dön. Was ich mir bei dem, was wir jetzt gerade zu essen gemacht haben, halt auch relativ gut vorstellen kann. Dass man das tatsächlich als One-Pot-Pasta quasi macht und keinen Auflauf. Und dann hinterher, wenn es fertig ist, dass man dann nochmal geriebenen Käse darüber streuselt. Ja. Achso, ich könnte mich halt auch einfach zurückteleportieren, ne? Nö. Mein Schlüppi hängt immer noch runter. Okay. Das ist nicht gut. Mein Schlüppi wird vom Mittelpunkt der Erde festgehalten. Okay. Das muss es sein. Ja. Komm her. Eindeutig. Ich bräuchte echt so ein Terminal hier, wo ich einfach all meine Sachen reinschmeiße und der Rest wird dann einfach zusortiert in die Truhen, wo es bereits drin ist. Das wäre cool. Ja. Hätte ich auch gern. Okay, bei dir habe ich keinen Schlüppi, der raushängt. Das ist ja schon mal interessant.
heiß, ist das heiß. So. Kraft 20, Kraft 20. Die beiden sind exakt gleich. Willst du einen von den Zauberstäben wieder haben? Ja. So, einmal den und dann kriegst du noch den. Der kommt jetzt unten in meine Leiste. Aber kennt ihr das, wenn ihr was Warmes esst und euch dann innerlich auch so richtig, richtig ultra warm wird? An warmen Tagen? Nee. Oh, yay. Guck mal, was wir bekommen haben, nur weil wir den einen Texteintrag, das einzige Buch in diesem Dungeon gelesen haben. Du musst in meine Halle kommen. Ich bin unterwegs. Warum hast du dann doch gelassen? Das gibt mir starke Game of Thrones Vibes. Oh ja. Ja. Nice. Oh ja, das wollte ich noch ausprobieren. Lass es dir schmecken. Dankeschön, Dankeschön. Damit kann man bestimmt voll gut Fenster bauen. Ja, das war die Idee. Dann irgendwie von unten nach oben oder so. Ja. Ja. So, das Loch hätte uns töten können. Ja, absolut. Vor allem mich. Ich springe da wie selbstverständlich her und ich lande direkt in einem Loch. Okay. Stopfe dieses Loch, bitte. Kann ich machen. Du hast ja roten Marmor abgelegt, ne? Ja. Irgendwohin. Oh, oh. Oh. Okay. So. Oh, verdammt. Ich wollte gerade sagen, das Loch ist gestopft. Ich habe aber Neues aufgemacht. Fliege verarscht mich. So schlimm mittlerweile mit dir.
Was genau willst du mir gerade damit sagen? Nix. Nix. Weißt du überhaupt, von was für einer Fliege ich rede? Oder hast du jetzt einfach pauschal... Ja, natürlich von einer Fruchtfliege. Wovon denn sonst? Ich stink nicht. Das hast du jetzt impliziert. Wir wissen beide, dass du es gedacht hast. Was? Bist du dir da sicher mit dem Nicht-Stinken? Ich habe heute so viel geschwitzt, dass ich mir bei gar nichts mehr sicher bin. Oh, das war heute auch echt absolut ekelhaft. Ja. Und das ekligste an allem, fand ich zumindest, war, dass du nicht einschätzen konntest, sondern bei uns war das so, dass du nach draußen gekommen bist und es hat sich angefühlt wie Waschküche. Das Wetter war so warm, das war schon wurm. Oh, fühle ich halt. So. Ja, so sieht gut aus. Ja. Aber letztens beim Fußballtraining war es halt auch ultra eklig. Mein Trainer kam auf die grandiose Idee, bei 34 Grad in der Sonne Kopfbälle zu machen. Abgesehen von der Tatsache, dass es mega Kopfschmerzen gibt, könnt ihr euch vorstellen, dass wenn man vorher gelaufen ist, man vielleicht nicht mehr ganz trocken an der Stirn ist. Und sobald man den Ball köpft, bleibt das sämtliche aus dem Körper ausgeflossene Sekret an diesem Ball kleben. Und der den Ball dann wieder fangen muss, weil das ja eine Übung ist, der eine wirft, der andere köpft, passt dann voll in diese, ja, Schweißlache rein. Das war echt nicht so geil. Also ich kann 30 Sekunden sind das Schweißbälle, ja. Ich könnte jetzt sagen, warum er das gemacht hat, aber ich glaube, das lassen wir lieber. Ist es jugendfrei? An sich schon. Okay, wir lassen es lieber. Es ist jugendfrei. Es impliziert nur ganz viel. Und da ich deinen Trainer nicht kenne. Möchtest du es uns jetzt auch erzählen oder willst du uns einfach im Kalten sitzen lassen? Seid ihr eine gemischte Mannschaft oder eine Frauenmannschaft? Frauenmannschaft. Okay, dann trifft das erst recht zu. Der macht das mit euch, damit er diese Bälle auf eBay verkaufen kann. Danke, mir ist gerade jeglicher Appetit vergangen. Oh, sorry. Jetzt mal ernsthaft, darüber hast du noch nicht nachgedacht. Natürlich nicht. Deswegen kriegt ihr auch bei jedem Spiel neue Socken. Boah, ihr seid so ekelhaft. Das eBay-Game ist stark in ihm. Das Ding ist, dass es halt wirklich Leute gibt, die das kaufen. Ja.
Wieso sind wir die Ekelhaften? Wir kennen das nur. Wir kennen das nur, wir verkaufen das nicht. Aber wieso genau. Kennt ihr es? Ja, habt ihr schon mal aktiv nach so Angeboten gesucht, um euch diese zu bestellen? Oder benutzt ihr Schlibbis oder so? Ich hätte einen getrockneten im Angebot. Der bis zum Mittelpunkt der Erde hängt. Ja. Eine Bekannte verscherbelt ihre Socken auf einer solcher Seite. Das Problem ist halt, dass es tatsächlich funktioniert. Ja. Aber ich glaube, viel wichtiger ist dabei dann der Dokumentationspart. So. Naja, du kannst ja auch ein Dude sein, der das verkauft. Und wenn du dann genau dokumentiert hast, dass du mit den Socken Sport gemacht hast, dann kannst du die Socken mit Zertifikat verkaufen. Das Zertifikat ist dann das Video von deiner Sporteinheit, die nur auf Socken fokussiert ist. Macht euer Trainer Videos von eurem Training, um die dann später mit euch durchzuprüfen? Nein. Okay. Oder den ganzen Tag in High Heels, sie meint, darauf gehen die auch super steil. Oh Gott. Das waren jetzt... Und nächste Woche, Mali kommt in den Stream, ich bin jetzt selbstständig. Ich bin reich. Ist das grauenhaft, dass das tatsächlich funktioniert. Ja klar. Eine Kollegin von mir wollte auch ein paar alte Leggings verkaufen auf eBay. Und die hat durchgehend Anfragen von Männern bekommen. Ja, mach doch mal ein Foto, während du sie trägst, bitte. Ich muss sehen, wie die im getragenen Zustand aussieht. Ist auch für meine Freundin. Hm. Weißt du, der schnüffelt an der Hose und rubbelt sich dabei ein. Diese räudigen Bastarde. Dieser Blick in die Schale, Lebensentscheidungen werden überdacht. Ja. Aber da bekommt der Begriff Merchandise einen ganz neuen Anstrich. Guck mal, da kannst du immer neue Socken tragen, weil die kofinanziert werden. Und dann machst du auch noch Gewinn. Wie heißt nochmal diese? Es gibt eine Serie. Da geht es um Frauenknast. Und da machen die hinterher auch Geld damit, indem die getragene Schlüppis verkaufen. Wahrscheinlich. Wie heißt die Serie noch? Orange is the New Black? Ja.
Ja, kannst mal sehen, ne? Mega geile Serie. Oh ja, ich habe sie gefeiert. Ist das schön, wenn mein OBS mir ganz viele rote Werte anzeigt? Ich weiß nicht. Ja, ich meine, die übersprungenen Frames, die gehen runter, also die Prozentzahl geht runter. Ah, okay. Aber sobald da halt welche sind, die Zahl wird halt nicht mehr weiß, egal wie gering die ist. Ja. Das ist kacke. Mhm. It's getting hot in here. Oh, ich will nicht diese Kack-Willenskraft. Ich will Intelligenz. Ich will auch mal im Leben intelligent sein. Intelligenz? Hm. Arcane Ablenkung. Bei einer erfolgreichen Parade erhältst du 20 Mana. Ja, wird bei mir niemals passieren. Okay. Oh, es ist so warm, ich geh kaputt. Also, wenn du willst, könnten wir schon fast die nächste Halle der Erloschenen machen. Wasseraura könnte dein HP-Problem auch beheben. Ist dieser Wassertropfen. Ich muss ein paar Level aufsteigen, können wir? Halt, Tränke. So, wie stellen wir denn Zucker her? Ah, aus Rohrzucker, okay. Konntest du Heiltränke herstellen? Ja. Mit den ausgelassenen Frames, da könnte Spiel beenden, OBS neu starten und Spiel neu mit OBS verknüpft vielleicht helfen. Das hilft nicht. Das ist seit Anbeginn der Spiel... Also, das ist ein Spielproblem, kein OBS-Problem. Ja, also das habe ich nur bei Enshrouded. Ich habe auch schon die FPS in den Nvidia-Settings auf 50 begrenzt und ich habe... Die Grafikeinstellungen so weit runtergeschraubt, dass es zumindest noch ein bisschen hübsch aussieht, aber halt nicht ganz so auf die Leistung geht und dann funktioniert das ganz gut, aber das liegt tatsächlich rein an Enshrouded. Also ich habe das Problem auch und ich habe einen Zweit-PC, mit dem das aufgenommen wird. Ja. Nächste Halle der Erloschenen, wo befindet sich diese? Warte, ich muss eben Sachen noch herstellen. Achso, Moment, ich würde ganz gerne mal gucken, ob ich vielleicht neue Rüstungen machen kann. Nee, kannst du nicht. Was? Du weißt gar nicht, wie lange der Kack dauert. Oh. Meinst du gelber Stoff oder Polsterung? Polsterung.
Leider, leider, leider. Also oh, ich glaube, ich möchte eher das Erzmagier-Set haben. Obwohl, möchte ich mehr Schaden machen oder mehr Lebenspunkte haben? Ich glaube, ich möchte mehr Schaden machen. Dann doch das Hemd des Hexenmeisters. Aber das ist ja jetzt nur in eurer Base. In dem Dungeon war alles flüssig, so wie wir alle wegen der Hitze heute. Achso, ja. Also, ich mach dir Polsterung und so weiter fertig. Mhm. Aber ich habe jetzt schon über 200 Flachs ausgegeben. Nur damit ich mir zwei Rüstungsteile bauen kann. Oh, wow. Mhm. Also, das dauert ewig und 3 Tage. Mhm. Verstehe, verstehe. Ja, also... Ja. Okay. So, ich habe den Zauberstab aufgewertet. Ich habe Heiltränke dabei. Und ich schätze, ich folge dir einfach unauffällig. Jo. Da. Wir können hier die Stadt noch ein bisschen auseinandernehmen. Mhm. Weil das ist Ost-Lapis. Und hier sollen noch Sachen sein. Lapis Lazuli. Ja. Weil hier habe ich nur die Weberhütte mir angeguckt und sonst nix. Ich habe einen Satin-Seiten gefunden. Hallo Team Endercraft. Hallo. Diese kleinen Minifelder werde ich, wenn ich mir den maximal aufgewerteten Altar der Mitte in einem Gigafeld steht, so angucke, sieht das niedlich aus, was ihr da gebaut habt. Ja. Du kleines Arschloch. Hey, du bist einfach rübergesprungen. Ach, und das gibt dir das Recht, mich in die Luft zu springen, ja? Ja. Ich glaube nicht. Wow, hier ist nix. Tja. Das ist natürlich doof. Ja, finde ich schon. Ich glaube, da waren irgendwo Ratten unten drin. Ich habe gerade ganz vielen Viechern Schaden gemacht. Ich freue mich. Sind die nervig. Er ist bestimmt gestorben. Was? Was? Nicht. Ich hab ein bisschen was kaputt gemacht, glaube ich. Hört man gar nicht. Man hört nur irgendwelche Explosionen die ganze Zeit. Hilfe! Schön, dass du das schreibst, was ich gedacht habe.
Was? Nicht. Ich hatte nicht schon wieder anzügliche Gedanken. Okay. Hier einfach mal die Hälfte meines Bildschirms weggefetzt wird. Was? Wie konnte das denn passieren? Ja. Jedes Mal, wenn so ein Feuerball kommt, Junge. Ich hab den Webstuhl gefunden. Ja. Hilfe! Was machst du denn? Nicht. Also den Webstuhl haben wir schon bei uns in der Basis stehen. Na und, ich habe ihn trotzdem gefunden. Okay. Wie bist du denn drauf? Voll gemeinlich. Ach, was? Also ehrlich, ey. Nee, das halte ich mal für ein Gerücht, dass ihre Feuerbälle daran schuld sein sollen. Ja, ich verstehe es halt auch nicht, was er meint. Also. Jedes Mal kommst du hier in meine Nähe und es kommen irgendwelche Monster und Explosionen. Ich habe vielleicht die Leiter kaputt gemacht. Habe ich gar nicht gemerkt. Warum ist die Truhe jetzt darunter gefallen? Weiß ich nicht. Du hast doch oben eine Truhe aufgemacht, oder nicht? Ja. Ja, die ist runtergefallen. Dann hast du, haben die den Boden weggesprengt. Ist da oben. Jetzt nicht mehr. Hallo, schon mal daran gedacht, dass die Explosionen von den Monstern kommen? Also echt. Eine Frechheit hier, solche wilden Behauptungen in den Raum zu werfen. Ja, vor allem ohne festen Beweis, ne? Ich meine, vielleicht habe ich gerade auch meine Eismagie ausgerüstet. Kann er ja nicht wissen. Ich hab dir eine Truhe, keine Truhe, eine Hose geschickt. Willst du mir damit jetzt was sagen? Ich hätte sie gern getragen zurück. Oh mein Gott. Was denn? Du hast gefragt. Dann will ich mal nicht so sein und dir diesen Wunsch erfüllen. Und sie sieht auch noch aus wie eine Leggings. Das ist aber meine alte Hose, die ich schon in dem letzten Dungeon anhatte. Heißt, sie ist jetzt auch schön voll gemüffelt. Oh, oh. Da. Oh, und, deine Mutter Was? Das Shit, Rainbow da! Nee. Ich wollte sagen, deine Mutter begrüßt uns auch gerade. Hilfe! Hilfe! Steh doch auf, du faule Sau! Ich lieg hier unterm Wagen. Das interessiert mich ein Scheiß, wo du liegst! Direkt vor der Tür. Das
mir leid. Ich hab mich nicht erschrocken. Ja, ich bin nochmal gestorben. Da waren so Suizidkäfer. Ich muss mal eben meinen Chat aufräumen. Oh. Ja, mir wurden wieder Viewer angeboten. Ich wollte gerade sagen, wolltest du keine Sheep Viewers on? Eigentlich nicht. Die Hose mockert auch extra viel nach Angstschiss aus dem letzten Dungeon. Ja, safe. Vor allem Angstschiss. Achtung, Käfer. Achtung, Explosionskäfer. Level up. Na komm, den kriegst du hin. Noch einmal. Yay. Du kannst mich wiederbeleben. Na gut, ich bin mal nicht so. Ich schock halt, ich bin auf deinem Gesicht. Tja. Schön. Ja, bei dem Gestank muss man sich halt aufrechten, ne? Echt? Die Grünen mache ich immer mit Eis, dann gehen die voll entspannt. Ja, ich habe vergessen zu wechseln. Oh. Wo ist denn Riesenmoppelchen hin? Die wurde von den ganzen kleinen Käfern platt gemacht. Echt jetzt? Jetzt ohne Flachs. Was zur Hölle? Warum greifen die sich wie um dieses. Aber. Oh, Dunkelmonarchenstiefel. Hm. Also da drinnen sind auf jeden Fall noch Viecher. Mhm. Das war ich nicht. Ich hab dir einmal Schuhe zugeschickt. Danke. Die haben, Dingsens-Bonus. Mana-Regenerations-Bonus. Voll gut. Jo. Und wir haben einen neuen Block bekommen. Hier hast du noch meine getragenen Socken, beziehungsweise meine getragenen Schuhe. Mmh. Und nachher fragt Jackie, was für ein Fetisch wir hier ausgelebt haben. Die fragt mittlerweile gar nichts mehr. Oh. Entweder habe ich sie verschreckt oder die ist so viel gewohnt, dass sie einfach nicht mehr nachfragt. Sie wurde bestimmt schon eines Besseren belehrt. Sie hat einfach aufgegeben. Boah, jetzt kann er richtig absniffen. Ja. Alle vertrauen auf mich, die Sorgen fressen mich auf. Eine Armee zu mobilisieren ist die eine Sache. Ganze Städte durch Bluttal zu treiben, eine völlig andere. Und doch bin ich die Königin des Ödlands. Und mein Reich verlässt sich auf meine Standhaftigkeit. Wir müssen uns auf die Suche nach neuen Boden machen, nach fruchtbaren Grund, nach Sicherheit. Morgen werde ich den Befehl zur Evakuierung geben und eine Karawane nach Glutwacht entsenden. Ich fürchte, meine Stimme wird mich verraten. Sie wird zittern und beben. Aber ich werde mich durchsetzen für Mama. Wir werden in ein Land der Gräser und des Farns aufbrechen. Üppiges Grün, smaragdgrüne Horizonte. Und doch sehe ich nichts als Dunkelheit. Ob mein Bruder Vorgos dieselbe Idee hat, ich werde ihm nicht in die Augen sehen können. Nicht nach dem, was er Gormanda angetan hat.
Wir waren Kinder und doch sind meine Albträume immer noch blutrot. Ich höre seine Stimme und sie ist nicht gütig. Sie hat sich verändert. Ich muss ruhen. Ein ganz großer Tag steht bevor. Okay. Ich hab grad irgendwas getötet. Das ist schlecht. Was? Wieso ist das schlecht? Ich wollte es nur anmerken. Einen Sandgräber getötet. Oh, der gibt Fleisch. Und Schuppen. Ja. Die Schuppen braucht man für die Rüstung. Das irgendwas war friedlich? Ich wusste nicht. Ich unschuldig. Oh. Was zur Hölle? Wo bist du denn jetzt unterwegs? Ich habe gerade. Warum hat er eine Haltbarkeit? Nein, die muss ich reparieren lassen. Der beste Schockstab. Yes. Warte, dann kann ich den anderen Hagelblitzgedönster zerlegen. Achso, ja, okay, deswegen ist er so gut. Aber ich verstehe. Hagelblitz nicht zerlegen oder hast du schon zerlegt? Was? Den zerlege ich? Achso, den da. Nee, den habe ich noch nicht zerlegt. Hä, hey, wie geht's denn hier weiter? Ah. Hä, hey, wo soll denn hier diese Halle der Erloschenen sein? Standort unten am Konfus des Fuck. Oh. Ich kann's dir nicht sagen, ich bin auf Erkundungstour. Ha, Gegner. Okay. Guten Abend, Zuschauer. Hallo, Zuschauer. Zip, 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 zip. Oh. Giftkuss erhalten. Was ist denn das für ein gelbes Zeug da unten? Schwefel. Brauchen wir das? Ja, irgendwie so ein bisschen nur. Gelber Schnee ist B. Das gelbe Zeug nennt sich Natursekt. Ich weiß ja nicht. Ach nee, das da ist Schwefel. Hast du bestimmt vertauscht, ne? Sicher, sicher. So, jetzt habe ich auch noch ein paar Luftlöcher geschlagen. Ich meine, ich könnte mich hier jetzt einfach runterbuddeln, ne? Muss ich auch zum Ziel kommen. Ja, es machen sich Abgründe auf. Was? 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 Ach, nix. Irgendwie habe ich das Gefühl, du lässt das über mich. Nein. You sure about that? Yeah. Hui! Hab den Eingang gefunden. Okay.
Ich versuche dir mal hinterher zu laufen. Oh, Neues von der Hardwarefront. Erzähle uns weitere mystische Geschichten aus den Abgründen der RMA und des AMDs. Ich frag einfach gar nicht. Du hast bestimmt einen Ödland-Knochenschlüssel, oder? Selbst reden. Ich würde aber vorher vorschlagen, einmal nach zu Hause zurückzukehren, um die Taschen zu leeren. Das ist eine wie immer gute Idee von Ihnen. Selbst reden. Oh Gott, die Map ist viel zu groß. Heute mit einem Tech-Service telefoniert, also dem Support. Okie-pokie. Und jetzt bist du noch schlauer als vorher, oder? Vorbereitet in so einen Dungeon? Zäh. Ja, ab und zu mal. Oh, hast du hier schon wieder eine Schrotttruhe gemacht? Nee. Nee, tatsächlich nicht, das war ich nicht. Das war vorher schon. Mhm. Ich habe nur Beisortieren gedrückt, wirklich. Vergiss die Heilzauber nicht. Dass du es sagst. Ich hätte sie natürlich nicht vergessen, aber nochmal gut, dass einer aus meinem Chat mitdenkt. So. So. Dem alles geschildert, was ich schon alles gemacht hat, Einstellung, Rambios und so weiter. Kann ja sein, dass ich irgendwas übersehen habe. Ja. Ergebnis der Tech-Support-Nummer, die RMA schreiben. Er meinte, dass man nicht mehr tun könnte. Ja. Also. Abwarten und Tee trinken. Was willst du denn mit Funken machen? Schießen. Okay. So. Ich glaube, ich wäre soweit. Beziehungsweise ich könnte mal eben noch den zweiten Webstuhl platzieren, dann habe ich den schon nicht mehr im Inventar. Ja, ich bin leider noch nicht so weit. Wo ist denn der Webstuhl? Ach, hier hinten.
Warte mal eben. Ich hab nichts gemacht. Hä? Wow. Da kannst du mal Steuerung Z drücken. Nee, Z einfach nur. Oder? Nein. Hast du eine Bombe, Bombe geworfen, oder? Nein. Das hat er nicht gesehen. Wir können immer noch sagen, das war schon so. Das war übrigens schon so. Ich glaub dir nicht. Warum nicht? Ich bin ja wohl die Vertrauenswürdigkeit in Person. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du mich nicht ernst nimmst. Ist aber nur eine Vermutung. Ey, du hast hier ein komplettes Loch rein bombardiert. Nichts habe ich getan. Das sind alles nur Gerüchte. Gerüche oder Gerüchte? Kommt drauf an, wenn du die Hose in der Hand hast, dann wahrscheinlich Gerüche. Na, die habe ich gerade zum Glück abgelegt. Lass mich raten, du hast sie vor dem Ventilator gehängt, damit der Duft durch den Raum weht. Oh, das ist wirklich sogar zu übel für dich. Wir sind doch wohl hyper seriös. Uns kann man vertrauen und alles glauben. Na, auf jeden Fall. Mhm. So. Ja, halt die Armarschrank geht nur auf online. Ach du Scheiße, ist das nervig. Sie will schießen. Irgendwelche letzten Worte? Nee, sorry. Zuschauer? Als Frau, ich hab noch was, was ich dir zeigen will. Oh, die sehen ja voll cool aus. Ja, das sind die, wie heißen sie gleich noch? Ja, die Bodenblöcke sehen nicht so geil aus, aber die als Wandblöcke sehen die richtig gut aus. Oh doch, die Bodenblöcke sehen auch cool aus. Das erinnert mich immer so an Küchenboden. Ja, das sind die hochglanzpolierten Steinblöcke. Aus dem Stein baue ich gerade eine Stadt neu. Ja, der sieht auch ultra gut aus. Ja, bitte? Zuschauer fragt nach dir. Du weißt genau, was ich damit sagen wollte, Herr Zuschauer. Hast du hier irgendwo den Teppich abgerissen? Ich habe nichts getan. Okay. Wir müssen jetzt noch warten, bis die Kamillesetzlinge fertig sind und dann können wir loot. Kamelle! Kamelle, nicht Kamelle. Kamelle! Pass auf, sonst richte ich meinen Schlüppi-Strahl auf dich. Wie ist es nur so geendet? Die Frage ist eher, wie es so eingefangen hat. Du hast von schwitzigen Bällen erzählt.
Ach so, ich wollte jetzt eigentlich eine epische Story draus machen, wie wir angefangen haben, Echo zu spielen und dann von einem Spiel zum anderen kamen, aber dann hast du jetzt einfach alles kaputt gemacht. Tja. Schämst du dich eigentlich kein bisschen? Selten mal. Boah, man kann die hochglanzpolierten Steinblöcke einfach aus Stein herstellen. Man braucht nichts extra. Was hast du erwartet? Dass du Feuerstein und Wasser dabei brauchst oder sowas. Geisteskranke. Hm. Letzte Worte. Auf dem Grabstein, wie konnte es nur so enden? Da sollen ja bald auch mehr NPCs und Haustiere kommen und dafür brauche ich viel Platz. Darum habe ich kurzerhand eine Stadt übernommen und baue die gerade schick für all die neuen Dings und die Milliarden Katzen, die ich dort reinwerfen werde. Okay. Das klingt nach einer sehr, sehr kuscheligen Stadt. Und hallo Jafar, schönen guten Abend. Ganz süß ist, wenn dann nur so eine kleine Nase unterm Tisch herschaut. Ich muss mal kurz den Herzen jetzt nicht mehr, weil draußen irgendjemand gebellt hat. Okay. Wenn mir ein Spiel die Möglichkeit gibt, so bei sowas zu übertreiben, dann muss ich sie auch nutzen. Ja, absolut verständlich. Wie damals in Ark, einfach mit 500 Dinos über die Karte geleckt. Oh boy. Oh Gott. Ja, Ark regt auch sehr zum Übertreiben an. So, sind sie jetzt endlich mal breit oder müssen wir immer noch warten? Wir könnten noch mal eben kurz den Bonus auffüllen und dann können wir los. Oh mein Gott. Ich habe gehört, dass es demnächst einen Besen geben soll, aber nur für weibliche Mitspieler. Ich rede einfach nicht mehr mit ihm. Ja, der war so maximal schlecht. Da war halt auch die kleinen Dilophosauren. Die Spuckviecher. Das war so ein geiles Gewusel. Ich hab mich selbst dafür gehasst. Oh boy. Ich weiß nicht, ob die hier ein zu hohes Level haben. Was meinst du? Ach, die sind jetzt alle Stufe 25. Und hier ist Miasma. Ich lass dich einfach vorrennen. Okay. Und hoffe, dass nicht wieder diese Viecher dabei sind, die trotzdem auf mich draufgehen. Sagte sie und wurde fast zerfetzt. Ich wurde eingeklemmt! Okay. Ich wurde gesandwiched! Bist du dir sicher, dass wir hier rein wollen? Ja, wir können das mal ausprobieren. Man könnte meinen, ich hätte gerade das Blutrauschen hören, als der Blutdruck stieg.
Welchen meinst du? Ja, wahrscheinlich deinen. Meiner liegt bei einem Puls von satten 80. Oh, das ist ja angenehm. Warte. Ja, 80. Das sieht hier schon mal nicht feierlich aus. Findest du? Mhm. Und in V-Rising habe ich alle meine 40 Diener inklusive meines eigenen Charakters Rüdiger genannt. War vielleicht nicht sehr klug, dass da das Spiel einem eine Warnung gab, wenn einer der Diener angegriffen wird. Rüdiger wird angegriffen. Verdammt, Spiel, welcher und wo? Oh Gott. I need more information. Entspannt. Hm. Rüdiger. Ah, ich werde ja angegriffen. Du machst das super. Ja, das Einzige, was ich ein bisschen nervig finde, ist, dass der jedes Mal den Angriff abbricht, sobald du irgendwie nur ein bisschen getroffen bist. Mhm. Ich ruhe mich hier in der Zeit mal aus, ja? Ja. Da liegt sie nieder. Sie war... Gigi Jagger, Mann... Was? Gigi Jagger, Mann, Jensen? Johnson, Johnson? Sie war die erste Nummer 1. Oh Mann. Ich glaube, unten ist irgendwas, was spawnt. Oh ja. Hinter mir ist ja noch ein Spawner! Ich wollte gerade fragen, bist du da schon wieder am... Ja, bist du. Was? Wollten sie mir Gemeinlichkeiten zuwerfen? Ja. Ich lasse ihnen den Vortritt. Mhm. Ich habe sehr das Gefühl, dass ich hier nicht wahnsinnig viel aushalte.
Achtung, hinter dir. Ja, Zuschauer, sie provoziert. Was? Aber zum Glück nur die Gegner. Jetzt werd mal nicht frech hier. Mein Freund. Aber egal, wie schlecht es mir geht, ich habe immer meinen getrockneten Schlüppi dabei. Das sieht ja hier Herz allerliebst aus. Wir müssen 5 Runen finden. Ach du Scheiße. Ja, Artilleriefeuer bitte. Das ist voll geil. Oh Gott. Also hier kämpfen jetzt Skelette gegen Miasma-Kreaturen. Ach cool. Mhm. Getrockneter Schlüppi, unser bester Freund, na, auf jeden Fall. Okay. Wenn nicht er, wer sonst? Er findet auch immer die richtigen Worte und Gerüche, um uns aufzumuntern, wenn es uns schlecht geht. Er ist halt immer bei uns. Wir sprechen von dem Schlüppi. Natürlich, von was für, hast du denn gedacht, du Ferkel? An alles, nur nicht das. Mit dem Bogenschützen geht das Artilleriefeuer halt auch super mit den Explosivpfeilen. Oh ja. Oh ja. Hab ich auch gesehen. Wo müssen wir lang? In die Richtung... Käfer! Eingang. Da lang. Wie früher, erst rumstänkern und hinterm großen Bruder verstecken. Ich hab mich nie hinter meinem Bruder versteckt. Ist das nicht auch dein kleiner Bruder, oder? Psst. Nope. Oh Gott. Geronimo! Hast du es geschafft? Absolut. Denn hier raus? Au. Oh. Ups. Kann man da bei dir noch was machen? Nope. Okay. Hi! Hilfe!
respawnen, Malja. Ja. Jetzt sichtet erstmal ein Rot direkt vor dem Boss. Oh. Ich respawn auch mal. Okay, dann warte ich mal noch, bis ich da hinten reinhüpf, ja? Ja. Dass du auch wieder den Boss pullen musstest, ne? Ich bin unschuldig. Oh Mann, ey. Ich hab's geschafft, den Boss nicht zu pullen. Bist du stolz auf mich? Ja. Dafür habe ich alles andere gepullt. Und den Boss. Nein! Ja, also dein Angriff ist einfach mal so eine, hier, wie heißt das? Eine Signalpistole? Was hast du da für eine Armee gebaut? Verrate ich nicht. Okay. Oh. Der Spawner ist noch da. Das sieht total übel aus. Erstmal deine heldenhafte Landung geklippt, sowas muss der Nachwelt erhalten bleiben. Hm. Dankeschön. Hallo Lala. Hallo Lala. Yay.
jetzt erst Feierabend, das ist ja auch übel. Nicht Lana, Lala. Lala Löchchen. Genau, den Namen, den ich nicht aussprechen kann, deswegen ist es nur noch Lala. Warum kannst du das nicht aussprechen? Ah, weil ich struggle. Also kann Lala Löchchen. Kann sein, dass du sagt die, die direkt einen Facebomb beim Boss macht. Das war so, Kuckuck, kleine Schlampe. Oh, ich wollte nur mal Hallo sagen. Mhm. Dass der direkt kuscheln kommen will, kann ich auch nicht für. Du läufst jetzt nicht vor, du stellst dich hier oben drauf und bleibst mal da stehen. Ich stell mich da hinten auf die anderen, ja? Ich brauche Artilleriefeuer. Er kommt. Oh. So in etwa? Genau. Es kommt ja fast so vor, als ob wir kooperiert spielen können. Ja, genau. Boah, ich hab so eine richtig gehässige Lache, wenn ich schadenfroh bin, ne? Und so, ich glaub gestern... Nee, richtig dreckig. Richtig, richtig dreckig einfach. Und gestern, bin ich bei uns auf der Arbeit so über den Flur gegangen und mein Kollege hatte irgendein Blatt Papier in der Hand und hat da drauf geguckt und hat mich nicht gesehen. Dann hat er hochgeguckt und ich stand einfach direkt vor ihm und der hat sich zu Tode erschrocken und ich da mit dieser gehässigen Lache durch den Flur gelaufen, ich konnte nicht mehr. Oh Gott. Der ja. Ärmste. Ja. Oh, Lala, was hast du denn an deinem Haus gemacht? Wenn ich darf, kann ich den Kleber auch posten. Dann kannst du deine heroische Landung selber begutachten. Oh, die will ich auch noch sehen. Da ich absolut keine Ahnung habe, wie ich das permitte, machen wir das ganz kurz anders. So. Oh mein Gott. Ich bin ein Profi-Streamer. Und du hast mit 100% Lautstärke den Clip angeguckt? Nein. So? Achso, weswegen sonst? Sollte da nicht eigentlich irgendwas kommen? War das Ausrufezeichen oder schräger? Nein, das hat nicht geklappt. Kanal. Mal gucken, vielleicht ist der Kanal sogar wird. Hä? So. 13 Schränke für den Sperrmüll hingestellt. Krass. Wie nervig. Ich sind gerade erneut meine Ohren weggeflogen. Hm. Bist ja noch jung. Pieps. Da regeneriert sich das vielleicht noch irgendwie. Oh wow, man sieht einfach meinen Schlüppi die ganze Zeit da raushängen. Warte, ich, Dinge, die man nicht im Internet sagen sollte. Oh Mann. So, erstmal ein bisschen leiser machen. Dann Fensteraufnahme. Dann Eigenschaften. So. So, wir können uns den Clip gleich kurz anschauen. Ich ziehe die Aufnahme mal eben unter meine Kamera und meine Kamera ein bisschen beiseite. Sie will nur den Preis in der Bucht nach oben treiben.
Was? Ja, das verstehe ich auch gar nicht. Ach, das mit den Schlüppi zeigen die ganze Zeit. Mm. Ach so. Mm. Naja, auf deinem Kanal kannst du dir den Clip ja ansehen und von dort verteilen. Hab auch extra auf dein Gesicht gesucht, damit jeder deine Angriffslust sieht. Hm. Das Kacke. Es ist halt so dumm. Ich glaube, ich habe einen neuen Clip für Streamclips Germany. Oh, oh. Und ich habe nur noch Boxhandschuhe. Oh, ist das dumm. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo meine Kamera vorher war. Ich glaube, hier so. Achso, Moment, ich könnte Pro mal wieder entfernen. Entfernen. Ja, danke. Hallo? Hallo? Wo muss ich hin? Warte, ich bin hier bald fertig. Heißt, ich muss nicht zu dir kommen? Nö. Du kannst einfach stehen bleiben. Auch gut. Oh. Elite Erloschenen. Hm. Oh, nice. Hier lang. Oh, wir könnten noch mal eben zurück. Ich muss meine Sachen reparieren. Das passt ganz gut. Wie straight du auch auf den Bosszug geflogen bist und dann so vor seinen Füßen erst realisiert hast, wo du stehst. Mm. Mm. Ja. Hey, ho, let's go. Hast du einen Miasma-Schutztrank? Nö. Brauchte ich bisher ja auch nicht. So, jetzt hast du einen. Oder mehr. Danke. Bitte. Hm. Ich hab den neuen Zauber geschenkt. Ja, habe ich gesehen, aber der hat nur eine relativ geringe Reichweite, leider. Oh. Aber cool aussehen tut er trotzdem. Nice. Ich habe Stufe 20 erreicht. Wupp, wupp. Okay, den Kack lassen wir liegen. Wo
Wo geht's denn? Ach, da kommen wir von oben, okay. Ich habe jetzt einen heilenden Wassertropfen um mich rum, der mich heilt. Und dich auch. Nice. Ja. Ach du Scheiße. Du hast hier Zeug übersehen. Ja, weil das so viel ist. Dankeschön. Bitteschön. Was, ich hab nicht mit dir geredet. Oh. Dieser Wassertropfen heilt sogar deinen kumpeligen Kumpel, wenn er nah genug an dir dran steht. Kumpeligen Kumpel. Halt! Corona 1,50 Meter! Aber der Wassertropfen ist nicht... Achso, der ist jetzt nicht da, weil wir voll geheilt sind, deswegen. Jo. Oh, hübsch. Doch, richtig einladend hier, muss ich sagen. Mhm. Ich höre Spinnen. Oh, nee. Du kannst alleine gehen. Ach, sind nur Käfer. Es gibt Explosionskäfer. Weg hier. Du musst da voll reinlunzen. Besonders auf den roten. Achtung, Explosionskäfer. Ich will das nicht. Die gehen nämlich ziemlich ab. Ich will das nicht. Okay. Aber überlegen, einen Turm aus Material im Miasma zu bauen. Aber da darf man nicht bauen. Ist ja genauso, wie man sich aus Miasma nicht teleportieren kann. Kann sein, dass es daher rührt. Nicht getroffen, Schnaps besoffen, Echi Bechi. Ah, okay. Büsauer. Ja. Ah, anscheinend haben wir was richtig gemacht. Das hat sich so danach angehört, in der Tat. Pause. Immer diese faulen Leute, die sich ausruhen. Geht ja mal gar nicht. Okay. Ach, wir sind endlich aus dem Dreckssumpf raus. Mhm. Oh. Nice. Ah, oh, getrocknete wilde Bären. Sah kurz aus wie Hoden. daneben. Muss mir ein Küsschen geben. Man beachte das Emote zu diesem Kommentar. Oh mein Gott.
hat mich nicht getroffen. Ei. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, wir müssen da runter. Da, wo ist der Drache gerade fliegt. Meinst du der auf uns zukommt? Oh, jetzt fliegt er da oben. Einfach mal durch da. Hier sind übrigens Death Knights. Vielleicht hätte ich mit meinem Arsch einfach da bleiben sollen, wo ich herkam. Oh Gott. Nee, du leistest hier formidable Arbeit. Und deren Rüstung würde ich eigentlich gern haben. Oh. Wenn du nicht die ganze Zeit rumlaufen würdest, könnte ich dich auch heilen. geht doch jetzt etwas besser mit der Wasseraura, oder? Hundertprozentig. Oh. Käfer! Drachen! Hilfe! Die Reaktion fand ich super. Ich bin übrigens tot. Und fahr ja mal gar nicht knapp mit der Ausdauer. Nee, du. 2 Sekunden länger und ich wäre halt wieder unten gelandet und diesmal ganz unten. Du machst das super. Danke. Wenigstens krieg ich die Erfahrungspunkte noch. Ja, ich krieg nämlich überhaupt keine mehr. Bist auch schon Level 25. Ja. Habt ihr kein Buff-Food für Kondition, Konstitution und bei dir für Intelligenz? Es gibt Buff-Food dafür. Ja. Ach so, doch für Konstitution habe ich ja die Keulen dabei, aber ich habe nichts anderes dabei, nein. Intelligenz, nicht Intelligenz, stimmt, das ist was anderes. Ich habe das verwechselt, verzeih mir bitte. Ich glaube, ich habe den Spawner gefunden.
Warum ist das da? Ich werde sterben, ich bin gleich sowas von mausetot. Kletter hoch, du dummes Kind. Ich bin oben. Ich höre dich nicht. Verdammt! Jetzt musst du von vorne anfangen. Wenn Mutter hier wäre, würde sie Kronleuchter aufhängen, Kerzen in jede Ecke stellen, die alten Bücher abstauben und mir eine Geschichte vorlesen. Ihre warme, melodische Stimme würde den Raum wie ein Flut von Kerzenlicht erfüllen. Ich könnte ihr stundenlang zuhören, eingekuschelt in ihre handgewebten, orangefarbenen, mit Safran gefärbten Decke. Ich würde einen Schluck von meinem gesüßten Kamillentee nehmen und getrost in das Reich der Träume gleiten. Aber Mutter ist nicht hier. Die Dunkelheit ist mein neues Zuhause. Jetzt habe ich das Lied von Knorkator, Wir werden, im Kopf. Wir werden alle sterben, haltet euch bereit. Die Zeichen sind eindeutig, bald ist es soweit. Weiter kenne ich den Text leider nicht. Was los? Ach, nichts. Ach so, ich dachte, das hast du gesagt. Und nicht der Chat. Nein, das hat der Chat gesagt und ich bin jetzt mega verwirrt. Aber schon okay. Du musst dir Knorkator anhören. Es wird eine Offenbarung sein. Besonders das Musikvideo dazu musst du dir angucken. Da singt nämlich die Tochter von, ich glaube, dem Frontmann mit. Vielleicht beim Zähneputzen, vielleicht beim Abendbrot. Wir werden alle sterben, bald sind alle tot. Ja. Was hört ihr für komische Musik in eurer Freizeit? Oh, die waren übrigens beim Reload-Festival und eigentlich wollte ich hin, aber ich war zu kaputt dafür, deswegen war ich nicht da. Gleich klatscht du voll gegen so Balken gegen. No. Prediction. Oh Gott, wie lang geht denn das noch? Bis hier. Oh, wow. Oh Gott, ich habe mein Todesding nicht aufgesammelt. Wie soll ich denn bis da hinten hinkommen? Dann musst du zwischenlanden. Auf so einem Ding. Zwischendurch war da so Bodenfläche frei. Ah. Ach, das ist dein Todesding, okay. Ich habe mich gerade gewundert. Ja, Knorkator ist episch.
Und nicht komisch auf jeden Fall. Die sind absolut nicht komisch. Das sagen alle komischen Menschen. Was? Ach, nichts. Wenn ja, wenn noch. Ich. Oh wow, diese eine Zwischenpassage bestand nur daraus, daher zu fliegen und ich hab verkackt. Hm? Ganz klasse. Ganz, ganz klasse. Irgendwo hat jeder mal ein paar Defizite. Oh. Da habe ich ja jetzt schon keinen Bock drauf. Käfer. Oh, Gott sei Dank. Oh. Ich glaube, du kannst hier oben stehen bleiben. Und ich hole alles, was da irgendwie Schaden machen könnte. Mhm. Okay, irgendwie hatte ich gedacht, hier kommt mehr. Es sah auf jeden Fall nach mehr aus. Ja, ich bin tot. Achtung, da kommt ein ganzen Haufen Zombies und noch viel mehr. Ich... Oh, Big Fat Mama Lama! Ja. Ich hab mich mal einfach resettet. Oh mein Gott. Kannst da oben stehen bleiben? Okay, warte da in der Mitte des Raumes. Ich bin zu deiner Rettung gekommen. Die, wie heißen sie gleich noch? Die Zauberer sind echt das Problem. Oh, wir sollten... Bleib mal da. Weil auf der rechten Seite ist nämlich auch noch einer. Auf der linken meine ich. Oh, I see. Nope.
Ich pull mal den nächsten. Mhm. Perfekt dran vorbeigesegelt. Fly me to the moon and let me play among with stars. Okay. Ah. Hack, Mistviecher, eure Mutter liebt euch nicht. Offensichtlich, sonst hätte sie die hier nicht eingesperrt. Hm. Und hässliche Kronleuchter aufgehängt. Hm. Sauber. Oh. Den Knochensturmzauber könnte ich mir auch gut vorstellen. Da du ja einen Tank dabei hast, dann kannst du den Zauber schön in den Luteus jagen. Ich hab dir da gerade was rüber geschickt. Das ist voll gut. Ja, ne? Oh, ich krieg schon wieder Kopfschmerzen. Das ist nicht gut. Da hinten sind ganz viele Viecher gespawnt. Wollen wir? Ich bin jetzt hier erstmal drin. Okay. Oh, oh. So ein bisschen am gucken. Gibt's hier was Spannendes? Irgendwie schaut's nicht danach aus. Oh. Nein, Migräne aus. Pui. Ja, vor allem hatte ich das die letzten Tage schon relativ häufig. Das ist echt nicht so gut. Nee. Braucht Stinky eine kleine Nackenmassage. Ich glaube nicht, dass sie bei der Migräne hilft. Hast du mal Cola ausprobiert? Oder ja. Ein Espresso? Nein, aber ich habe Cola. Super. Also, mein Vater hat gesagt, das hilft bei ihm. Hm. Und hallo, Fabi. Guck's. Hast du dich jetzt verschluckt? Nee, nee. Okay, das war hat sich kurz so angehört. Würde ich jetzt auch nicht nein sagen, du. Jetzt wird's immer wilder im Chat. Ich glaube, das von vorhin kann nichts toppen. Was denn? Warum euer Trainer euch Kopfbälle machen lässt. Oh, das. Oh, wieso spawnst du im Gift? Vor allem, weil die Dinger echt böse Schaden machen. Ja. Also, die Klingen gehen noch. Aber die, diesen Totenschädel, den er abgeschossen hat, der ist Hölle. Mhm. Der hat nämlich eben gerade einfach so drei Viertel von meiner Lebensanzeige weggehauen. Als Tank. Das ist schlecht. Wow. Bada bing, bada boom. Oh, gucke mal. Falkenstiefel. Oh. So, da müssen wir doch gleich mal gucken.
Oh ja. Fabia hat geschrieben, er vergaß, nicht er vergaßte. Respekt. Weil Lachgas. Aber gegen Lachgas hätte ich jetzt auch nichts, du. Mein Nachbarn sollte er es noch einmal wagen zu behaupten, ich würde meine Katze schlagen. Dann zeige ich dem ein bisschen etwas aus meinen 10 Jahren BW-Zeit. Oh. Ach so, ja, okay. Was? Ich sehe Luft. Ah, ich habe einen Tunnel gegraben. Oh, Quelle Quest abgeschlossen. Nach heiß. Und was gab's? Danke. Verloren. Hast du schon gefunden, wo es hier weitergeht? Ach so, oh, wow. Ich hab's doch, hab ich gesehen. Aber ich werde denn jetzt auch Feierabend machen, weil ich muss noch eine Runde mit dem Muckelchen nach draußen gehen. Ja, ich... Muss frische Luft halten. Es? Sie. Ich würde nämlich auch dann Feierabend machen, aber eben noch hier eben rauslaufen. Mhm. Ich muss hier raus. Ab hier kann man teleportieren. So. Kann man nicht, verdammt. Danke, Brainbuddha, für den Follow und willkommen im Rudel. Hallo. Hallo. Diese Kack-Miasma-Anzeige, wenn man angegriffen wird, kann die zwischendurch mal stecken bleiben. Und dann kann man nicht wegteleportieren, weil die Anzeige vorgibt, ob man reisen darf oder nicht. Ist auch nicht das Einzige, was bei dir mal stecken bleibt, oder? Das Einzige, was stecken geblieben ist, ist dein OBS. Was? Nimm das zurück! Nee, das hat der Mieps gerade geschrieben. Warum liegt das Stream bei den Alerts? Ich habe keine Ahnung. Ach so, ja. Ja, es liegt wahrscheinlich alles an Enshrouded. Ja, Enshrouded ist einfach schuld. Ach so, Fabi, ich hätte hier ein Schlüppi von mir bis zum Mittelpunkt der Erde zu verschenken. Interesse? Den wolltest du bei eBay reinstellen. Ja, für Fabi mache ich es kostenlos. Habe ich schon. Fabi, habe ich schon alles gemacht. Und ich habe die Grafikeinstellungen schon runtergestellt. Boah, geil! Ja. Der Schlimmi ist sogar schon steif getrocknet. Yes. Too much information. Muss ja nicht hinhören. Das ist so grotesk, da kann man noch nicht mal weghören. Es war so klar, wenn Fabi irgendwelche Emotes braucht, werden sie einfach von 7TV hinzugefügt, damit er sie benutzen kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den Schlübi ziehe ich jetzt übrigens schon seit so 2 bis 3 Stunden mit mir rum. Oh. Zelt.
Was ist das für eine gruselige Beleuchtung? Ja, komm auch mit. Was? Ja, du sollst mitkommen. Wo bist du denn hin? Zu meinem Knochenthron. Ach so, zu der Teststrecke meinst du? Nee, das wird ein richtiger Thron. Der ist ein bisschen übertrieben, finde ich nicht. Was? Oh Gott, wieso ist das so riesig? Aber es gab da auch Kronleuchter. Und ich halte mich bei dir auf dem Kanal schon zurück, wenn du wüsstest, was für autistische Scheiße es gibt. Ja, bitte halte dich weiterhin zurück. Ich wäre dir sehr dankbar dafür. Jetzt bin ich schon wieder ins Loch gefallen. Aber ich hab's doch zugemacht. Ja, aber hier sind doch noch Schlitze. Oh Gott. Oh. Sie war auch sichtlich schockiert, als wir mit dem Sockenverkaufen anfingen. Ja, das ist ja auch ekelhaft. Pfui, Deivel. Ja, das ist genauso kacke wie hier 90% der Decke. Das ist hier alles voll mit Scheiße. Scheiße, so weit das Auge reicht. Du hast nichts gesehen. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Gott. Ich bin mir auch sehr sicher, dass ich es einfach gar nicht wissen will. Achso, ich bin in demselben Schlitz reingefallen wie du. Das ist dann so eine unvorteilhafte Schwangerschaftsankündigung. Ich bin in einen Schlitz gefallen. Ich biete 10 Euro für Socken, die du beim Fußballtraining anhattest. Das ist schlecht, weil ich, da ich jetzt ja so, also wegen meinem Knie, weil wieder kaputt und so. Und die letzten Socken sind schon gewaschen. Ach, du hast überhaupt keinen Verkaufsenthusiasmus. Hättest einfach sagen können, kriegst du. Ich beende hier den Stream. Bitte. Was war das denn? Nichts. Hast du was umgeschmissen? Nein. Ist da eine Tastatur noch heile? Ja. Okay. Ja, ich würde aber auch Feierabend machen. Dann raide ich zu dir rüber und du raidest weiter. Mhm. Genau. Morgen dann wieder 18 Uhr. Dummvieh. Oh, die Maus. Oh mein Gott. Kann da einer einen Clip von erstellen? Da können wir einfach mal gucken. Du hast dich, glaube ich, stumm geschaltet. Hörst du mich wieder? Jetzt ja. Oh, cool. Ja, ich habe einen Knopf gedrückt. Oh, Mann. Wie steht's mit dem Schlübbi? Steht wie eine Eins. Ja, oh, stell dir das mal vor. Ja, Brain Buddha hätte ich besser gesagt. Ja. Also, morgen 18 Uhr, hoffe ich, gucken wir uns wieder komische Sachen an. Und, ganz wichtig, GameStar hat eine Trailer-Rotation von allen Ankündigungen von der Gamescon rausgehauen. Nice. Genau, die gucken wir uns dann auch morgen an und dann zocken wir vielleicht noch irgendwas zusammen, wenn alles gut läuft. Mhm. Genau, und dann würde ich jetzt rüber raiden und wünsche noch einen angenehmen Abend. Ich folge. Wem folge ich denn? Der folge ich. Oh, jetzt kommt jedes Mal, dass ich anklopfen soll. Also, schönen Abend euch allen. Und dann beschmuggeln. Mhm. Bis gleich.